wieso du nicht einfach alle Cookies akzeptieren solltest. Alles fing an mit einer Vision. It's an online directory. You sign on, you make a profile about yourself. Du willst was von jemandem? Schreib ihm auf WhatsApp. Du warst an einem coolen Ort? Post es auf Instagram. Du suchst nach einem guten Restaurant? Google es. Du weißt den Weg nicht? Google ihn. Du magst dein Essen nicht? Bewerte es. Das ist krass, wie schnell wir uns davon abhängig gemacht haben, ne? Warum uns Unternehmen besser kennen als wir uns selbst. Target wusste schneller von der Schwangerschaft einer Frau als ihr eigener Vater. Weil Bro, die Algorithmen kontrollieren uns immer mehr, Freunde. Wenn es genug Daten über dich, deine Interessen, deine Persönlichkeit gibt, es immer leichter wird, dein Verhalten vorherzusagen. Und wenn dein Verhalten vorhergesagt werden kann, kann es auch beeinflusst werden. Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, denn ich spiele keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights. Ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community auf YouTube. Und zwar ziehen wir uns jetzt ein weiteres Video rein, welches heißt, wieso du nicht einfach alle Cookies akzeptieren solltest. Ich weiß nicht genau, um was es geht, aber ich glaube, es kann ein sehr interessantes Thema werden. Es geht so ein bisschen, glaube ich, um unsere Daten. Yes, gerne jetzt schon mal Daumen nach oben da lassen, Kommentärchen schreiben, den Kanal abonnieren und mir auf Rumble folgen. Erster Link in der Beschreibung ist for free. Da gibt es auch immer mehr Videos, die online kommen. Da würde ich mich auch natürlich über Unterstützung freuen. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir rein. Let's go. What is the Facebook exactly? Alles fing an mit einer Vision. It's an online directory. You sign on, you make a profile about yourself by answering some questions. Eine Vision einer vernetzten Welt. Every business, no matter how large, no matter how small, will be on the internet in the year 2000. Du willst was von jemandem? Schreib ihm auf WhatsApp. Du warst an einem coolen Ort? Post es auf Instagram. Du suchst nach einem guten Restaurant? Google es. Du weißt den Weg nicht? Google ihn. Du magst dein Essen nicht? Bewerte es. Und da hört es noch lange nicht auf. Du suchst ein. Digga, das ist krass, ne? Wie schnell wir reingegangen sind in diese Online-Geschichte. Das ist noch gar nicht so lange her, wenn du guckst, ne? Wo das alles angefangen hat. Mittlerweile machen wir alles online, wie er gesagt hat. Wenn wir einen Weg suchen, gehen wir auf Google Maps. Wenn wir irgendwas posten, wenn wir mit jemandem reden, WhatsApp. Also wir machen mittlerweile alles online. Das ist schon crazy, wie schnell wir das akzeptiert haben und wie schnell das auch so ein großer Bestandteil von unserem Leben geworden ist, dass die meisten Leute sich gar nicht mehr vorstellen können, ohne vernetzt zu sein, zu leben. So. Also wenn mal Internet für einen Tag ausfällt, dann haben viele Leute einfach nichts zu tun und fühlen sich, glaube ich, scheiße, Digga. Ich glaube, viele Leute würden sogar in Depressionen reinfallen, wenn sie auf einmal kein Internet mehr hätten. Das ist krass, wie schnell wir uns davon abhängig gemacht haben, ne? Neue Freundin, find sie auf Tinder. Du willst deinen Urlaub buchen? Buch ihn bei Trivago. Du brauchst einen neuen Koffer? Bestell ihn auf Amazon. Muss man überlegen, das haben wir früher alles im normalen Leben gemacht, ne? Da ist man noch in diese, also ich kenne ja noch die Welt ohne Internet. Also ohne, dass jeder Zugang zum Internet hat auf jeden Fall. Da bist du noch in ein Reisebüro gegangen und hast da schön eine Reise gebucht, so. Weißt du, wie ich meine? Dann hast du dir einen Koffer gekauft irgendwo und dann bist du die Reise angetreten, dann bist du geflogen und die ganzen Sachen und du hast nicht die ganze Zeit Internetzugang gehabt und hast von allem eine Story gemacht oder das gepostet, dies gepostet, so. Es ist krass, also das kommt mir so vor, als ob das 100 Jahre her ist, so, wo wir noch kein Internet hatten, aber es ist noch gar nicht so lange her, Freunde. Alles, was du brauchst, alles, was du jemals brauchen könntest, direkt vor dir. Du musst nur draufklicken. Wer würde sich da schon die Mühe machen, diese lästigen AGBs tatsächlich durchzulesen? Ich habe gerade einen Anruf bekommen von meinem Mitbewohner und er hat mir irgendwie erzählt, er fährt jetzt in den Baumarkt. Und kein Scheiß, keine 5 Minuten später habe ich auf meinem Handy Instagram angeschmissen und die zweite Werbung, die mir angezeigt wurde, ist einfach hier so eine Baumarktwerbung. Creepy. Hattest du schon mal das Gefühl? Ja, Digga, das ist schon öfter passiert. Wenn du jetzt, ich habe das auch schon mal gehabt. Habe ich, glaube ich, mit meiner Ex haben wir über Kinder geredet oder so. Kinder bekommen dies, das, Kinder großziehen, so und so. Und dann habe ich auf einmal zu Hause Pampers-Werbung und so angezeigt bekommen. Ne? Also das Ding hier, der abgebissene Apfel, die größte Sünde der Menschheitsgeschichte, hört die ganze Zeit zu. Und wir haben das in dem einen Instagram-Reel auch gesehen. Das Ding macht sogar, wenn du Face-ID aktiviert hast, jede paar Sekunden ein Foto von dir. Auch die Kamera ist aktiv. Das ist kein Scheiß. Das ist kein Verschwörungs... Das ist kein Aluhut-Scheiß hier. Das ist real.
Ist dein Handy dich abhört? Have you ever noticed how you'll be talking about something and then a few days later you get an ad for it on your phone? Vielleicht hast du es selbst schon mal erlebt. Du redest mit einem Freund über etwas Bestimmtes und kurz darauf kriegst du plötzlich Werbung für genau diese Sache, genau diese Reise, genau dieses Produkt, über das du gesprochen hast. Abhängig davon, wen du fragst, werden wir entweder alle heimlich von unseren Smartphones abgehört. It's because your iPhone's microphone at the bottom is actually listening to you even when your phone's not on. They're listening to your phone as you're having a conversation. Oder es ist einfach nur eine Verschwörungstheorie. I mean, so you're talking about this conspiracy theory that gets passed around. Conspiracy theory, uh-huh. We listen to what's going on your microphone and use that for ads. Right. We don't do that. Ja. Ja, nee, ist klar, oder? Zuckerberg ist auf jeden Fall ein vertrauenswürdiger Bruder. Wir kennen alle Geschichten, bei denen es uns so vorkam, als ob wir abgehört wurden, aber ist das ein Beweis? Ich glaube, Unternehmen könnten uns zwar abhören, aber sie tun es nicht. Warum? Naja, warum sollte man jemanden abhören, über den man bereits alles weiß? Dein Name, deine E-Mail, deine Telefonnummer, dein Alter, dein Bildungsabschluss, dein Freundeskreis, was du magst, was du nicht magst, dein Musikgeschmack. Du hast ihnen all diese Informationen gegeben. Freiwillig. Aber woher wissen die dann, dass ich gestern über Pampers, über Babys geredet habe und krieg morgen Pampers-Werbung angezeigt? Die hören uns zu, safe. Wenn wir sagen, mein Handy hört mich ab, ist das lediglich der Versuch, eine Frage zu beantworten, die wir uns nicht anders erklären können. Warum uns Unternehmen besser kennen als wir uns selbst. Oder die machen Vorhersagen so, das kann auch sein. Also, das kann auch sein. Das machen die aber auch an deinem, alleine, du kennst doch diese Payback-Punkte und so, ne? Auch deine ganzen Einkäufe werden dann getrackt und dann wissen die quasi, was du als nächstes brauchst. Es gibt ja auch schon Kühlschränke, die für dich Essen bestellen und so, ne? Also unsere Verhaltensmuster sind auf jeden Fall extrem durchleuchtet worden und ich glaube, mit den richtigen Algorithmen kann man zum Beispiel auch ausrechnen, wann ich vorhabe, Kinder zu kriegen. Aufgrund meiner Verhaltensweise in den letzten 33 Jahren werden die wahrscheinlich ausrechnen können, also mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, wann ich Kinder bekomme. Also das ist schon krass, wenn du guckst. In den frühen 2010ern betrat ein wütender Mann das Einzelhandelsgeschäft Target in Minneapolis. Der Mann war komplett außer sich und verlangte, den Filialleiter zu sprechen. Daraufhin zeigte er dem Filialleiter eine Werbung, die Target seiner jugendlichen Tochter mit der Post zugeschickt hatte. Die Werbung war voll mit Coupons für Babynahrung, Strampelanzüge und Windeln. Hatte Target seine Tochter dazu ermutigt, schwanger zu werden? Der Filialleiter entschuldigte sich. Krass. Ford rief den Mann sogar kommende Woche nochmals an, um sich für das Werbedesaster zu entschuldigen. Allerdings war der Vater jetzt gar nicht mehr so wütend und gab kurz darauf zu, dass seine Tochter tatsächlich schwanger sei. Sie hatte es ihm bislang verschwiegen. Ach du Scheiße. Was? Die Sache ist, Target ordnet jedem einzelnen Kunden eine ID zu. So sammelt das Unternehmen Informationen über Alter, Familienstand, Wohnort, Gehalt und vor allem Informationen über die Einkäufe eines Kunden. Targets Algorithmen hatten bemerkt, dass die Tochter vermehrt Produkte kaufte, die nicht ihrem sonstigen Kaufverhalten entsprachen. Digga, das meine ich doch. Das meine ich doch. Beispielsweise kaufte sie plötzlich duftfreie Seifen und Lotions. Dieses veränderte Kaufverhalten interpretierten die Algorithmen als ein Beweis für eine Schwangerschaft. Und Digga. Sie hatten recht. Target wusste schneller von der Schwangerschaft einer Frau als ihr eigener Vater. Weil Bro, die Algorithmen kontrollieren uns immer mehr, Freunde. Deswegen, wir müssen gucken, dass wir ein bisschen Abstand von der ganzen Scheiße nehmen und auf jeden Fall auch gucken, dass wir viel Zeit ohne Algorithmen verbringen und uns selbst Gedanken machen. Und ich zum Beispiel, wenn ich einmal einen Weg gefahren bin mit Google Maps, das habe ich mir irgendwann wieder versucht anzugewöhnen, weil ich gemerkt habe, ich mache alles mit Google Maps und egal, ob ich den Weg schon tausendmal gefahren bin, ich gebe trotzdem Google Maps ein und fahre dann den Weg so. Und so schaltest du halt dein Gehirn ab. Wenn du für alles immer Google benutzt und immer, anstatt selbst zu denken und selbst zu gucken, ey, vielleicht kann ich mich selber an den Weg noch erinnern, fahr mal einfach so. Und dann merke ich oft, dass ich den Weg auch ohne Google Maps kann. Und das habe ich mir irgendwann wieder angefangen anzutrainieren, dass ich die Wege nur noch einmal mit Navi fahre und dann danach so fahre, weil das macht uns auch dümmer und das macht unser Gehirn lazy, wenn wir für alles immer diese blöden Apps benutzen und nicht mehr unseren eigenen Menschenverstand anschalten und versuchen selbst auf Dinge zu kommen, so, weißt du? Wir müssen uns
Wir müssen diese Tools, Internet und so für die guten Dinge nutzen, aber wir dürfen das uns nicht beherrschen lassen und dass wir dann aufgeschmissen sind ohne diese Algorithmen und ohne diese Suchmaschinen und ohne diese ganzen Navis und diese ganze Scheiße. So, man muss da echt gucken, dass man die Balance behält und sich nicht zu krass von der Scheiße abhängig macht, ich schwör's dir. Sie ihre Kunden tracken. Diese Geschichte wurde 2012 von der New York Times veröffentlicht. Seitdem sind 11 Jahre vergangen, in denen sehr viel passiert ist. Apple hat es geschafft. Apple ist das erfolgreichste und bestbewertete Unternehmen der Welt. Facebook gerät wegen des jüngsten Datenskandals weiter unter Druck. Das Internet ist ein nicht mehr wegzudenkender Bestandteil unser aller Leben geworden. Die Zeiten haben sich geändert. Man kauft keine Zeitungen und CDs mehr, man liest Artikel auf seinem Smartphone und hört Musik über Spotify. Aber ist es nicht unglaublich, dass all das vollkommen kostenlos ist? Videos, Musik, Nachrichten, Wissen, Entertainment. Nun, es gibt etwas, das... Ja, Digga, wir bezahlen mit unseren Daten. Mascha, was geht ab? Wie geht's dir? Am schnellsten klar werden sollte. So etwas wie kostenlos gibt es nicht. Wenn du für ein Produkt nichts bezahlen musst, bist du das Produkt. Jeder Klick, jede Webseite, jeder Kauf, alles wird gespeichert. Denn deine Daten sind wertvoll. Wertvoller als jedes Geld. Wieso? Dazu kommen wir noch. Denn zuerst will ich mit euch über diese Dinger reden. Damals waren sie eine geniale Idee. Cookies sorgen dafür, dass eine Webseite sich an dich erinnern kann. Stell dir vor, du würdest dich auf einer Seite einloggen und jedes Mal, wenn du irgendetwas anklickst, müsstest du dich neu anmelden und neu anmelden und neu anmelden. Wäre ziemlich nervig, oder? Hier kommen Cookies ins Spiel. Cookies sind ein Stück Code, der deinem Computer eine ID gibt. Die Webseite merkt sich so, Cookie den Man. Die Sprache du ausgewählt hast, was du alles in deinen Einkaufswagen getan hast, aber eben auch was du gekauft hast und worauf du geklickt hast. Aber jetzt kommt das Problem. Neben diesen Cookies, die nur auf einer Webseite gespeichert und abgerufen werden, gibt es auch noch andere Cookies. Hast du je darüber nachgedacht, was passiert, wenn du auf alle akzeptieren drückst? Du willst nur kurz etwas googeln und vor dir taucht ein riesiger Banner auf. Bitte akzeptiere alle Cookies. Manchmal hast du nicht mal die Option, sie abzulehnen, also akzeptierst du sie. Du weißt nicht, zu was. Und das ist viel mehr geworden, ne? Ich glaube, in den letzten paar Monaten so. Früher war das nie so extrem mit diesen Cookies. Das ist voll viel geworden mittlerweile. Also jetzt mittlerweile musst du echt überall immer diese alle akzeptieren und so. Da kommt immer diese Banner vorm Bild und so. Das war vorher nicht so extrem. Du gerade zugestimmt hast, oder? Du erlaubst nämlich nicht nur der eigentlichen Webseite Cookies zu speichern, sondern auch all ihren Partnern. Ich bin mal auf eine deutsche Newsseite gegangen und habe nachgezählt, wie viele Partner ebenfalls Zugriff auf meine Daten bekommen, wenn ich alle Cookies akzeptiere. Was schätzt ihr? 10? Vielleicht 20? Naja. 1000. Nicht ganz. Es waren 271 Partner. 271 Unternehmen, die Zugriff auf meine Daten bekommen. Du denkst... Digga, das ist krass, Alter. Das ist wahrscheinlich an Unternehmen wie Google und Facebook, Firmen, die du kennst. Aber in Wirklichkeit sind es Unternehmen wie Epsilon, Axiom, Experian. Unternehmen, von denen du wahrscheinlich noch nie gehört hast. Denn das sind alles sogenannte Data Broker. Unternehmen, die sich darauf spezialisiert haben, möglichst viele Datensätze von dir zu erheben, zu bündeln und anschließend zu verkaufen. An wen? Wer auch immer deine Daten will. Axiom beispielsweise bietet Marketern an, ihre Zielgruppen besser zu verstehen, indem sie vor allem Standort- und Kaufkraftdaten von Nutzern auswerten. Du denkst jetzt vielleicht, woher soll dieses Unternehmen, von dem ich noch nie gehört habe, bitte meinen Standort haben? Naja, zum Beispiel von dieser Newsseite, die du ziemlich sicher schon mal besucht hast. Wenn du einfach auf alle akzeptieren gedrückt hättest, bekäme Axiom Zugriff auf deine exakten Standortdaten. Ist schon krass, ne? Das ist mir auch alles bewusst, schon ein bisschen länger, aber ich hab mir irgendwann gesagt, scheiß drauf, was willst du jetzt machen? Weißt du, was ich meine so? Okay, dann wissen die halt alles über mich. Das kann man eh heutzutage nicht mehr vermeiden. Wenn die über dich Dinge rausfinden wollen, dann finden die sie raus. So. Außer du lebst wirklich abgeschnitten vom Internet, irgendwo im Dschungel und nutzt gar nichts mehr, dann haben sie keine Ahnung. Aber wenn du ein bisschen im normalen Leben stattfindest, ein Handy hast, googelst, keine Ahnung, eine Kreditkarte hast, bezahlen gehst und so, und wenn die was über dich rausfinden wollen, dann finden die das raus. So, wir müssen uns leider heutzutage, also ich muss sogar leider sagen, hab mich damit schon abgefunden, dass es so ist. Ich meine, es wird halt dann brisant und interessant, wenn dann halt solche Sachen wie ein Social Credit Score oder sowas auf einmal um die Ecke kommt, weißt du, wo Menschen dann klassifiziert werden nach sozialer Leistung oder nach
Gehorsam, so wie in China zum Beispiel, wenn sowas eingeführt wird und dann mit einer digitalen Kryptowährung verknüpft wird und dann du überall ausgelesen wirst und was du erzählst und mit wem du was beredest und so, dann kann das heftige Auswirkungen darauf haben. Weil so ein Schwurbler wie ich, der dann bei Corona sich hinsetzt und sagt, das ist ein Scam, fickt euch, der kriegt dann direkt mal ein paar Punkte abgezogen. So. Und auch wenn er das im Privaten macht, wahrscheinlich, weißt du? Und das ist dann, da wird es dann schon wieder, also weil solange man noch einigermaßen frei lebt, macht man sich darüber keine Gedanken. Aber wenn auf einmal mehr Einschränkungen kommen von den Regierungen und diese Credit Score-Geschichten und diese ganzen Sachen auf einmal dann Einzug nehmen, dann werden solche Sachen auch richtig gefährlich, ne? Das muss man ganz klar so sagen, wie es ist, weil dann bist du die ganze Zeit ständig unter Beobachtung. So. Bevor wir darüber sprechen, warum das alles so problematisch ist, will ich kurz über Privatsphäre im Internet sprechen. So what is Big Data? Big Data is really the aggregation of as many individual data points that you can possibly get your hands on. Die große Frage ist, warum sollte es dich interessieren? Ja, ich werde getrackt, aber ich habe doch nichts zu verbergen. Ja, meine Daten werden an Dritte weitergegeben, aber was sollen die schon mit denen anfangen? Werbung schalten ist doch egal. Zugegeben, es mag einem egal sein, ob die eigenen Daten für personalisierte Werbung verwendet werden oder nicht. Aber was ist, wenn deine privaten Informationen an Dritte weiterverkauft werden? Data Broker zum Beispiel, diese Unternehmen, die euch mit Hilfe von Cookies tracken, verkauften in der Vergangenheit Listen mit Menschen, die bestimmte sexuelle Präferenzen oder bestimmte Krankheiten hatten. Und das inklusive des Standortes der Menschen. WREL bought thousands of names and addresses of local people with serious illnesses. This group living in the 27607 zip code have diabetes. These people in 27608 have cancer. These residents of 27609 have high blood pressure. And all of these locals battle depression. Aber ist das rechtlich überhaupt erlaubt? Klar. Denn Ärzte haben zwar eine Schweigepflicht, aber wenn du auf einer medizinischen Webseite nach Symptomen googelst, kann das alles problemlos an Data Broker weitergegeben werden. Du hast ja schließlich, weil wir bestätigen ja die Geschäftsbedingungen und Cookies und so ein Scheiß, Einwilligung abgegeben. Du hast alle Cookies akzeptiert. Und wenn du jetzt immer noch nicht denkst, das wäre problematisch, dass diese Daten einfach weitergegeben werden können, sogar das FBI kaufte in der Vergangenheit Standortdaten von Databrokern, wenn sie selbst nicht ausreichend Gründe für einen richterlichen Beschluss oder eine Überwachung hatten. Databroker sammeln überall auf jeder Webseite kleine Informationen von dir und fügen sie dann wie bei einem Puzzle zu einem Gesamtbild zusammen. Im Jahr 2014 Das ist schon crazy, das ist crazy. Und erstellte ein Psychologiedozent eine Facebook-App mit dem Namen This is your digital life. Nutzer konnten sich direkt über Facebook anmelden und dann anschließend einen Persönlichkeitstest machen. Es mussten einige simple Fragen beantwortet werden und schon konnte man mehr über sich selbst und die eigene Persönlichkeit herausfinden. Nee, ist klar. Gut, oder? Innerhalb Monate nutzten hunderttausende Menschen die App. Worüber sich aber niemand Gedanken machte, war, dass die Antworten gespeichert und mit jedem einzelnen Facebook-Profil verknüpft wurden. Die App wusste also nicht nur alles über deine Interessen, deinen Freundeskreis, deinen Beziehungsstatus, Daten, die du Facebook gegeben hast, nein, sie Mich würde jetzt mal interessieren, was das ultimative Horrorszenario ist, Digga. Weißt du, wie ich meine? Das würde mich mal interessieren. Also was das ultimative Ding ist, was die damit anfangen wollen. So. Weißt du, was ich meine? Das würde mich jetzt mal persönlich interessieren. Weil ja, okay, die haben alles über mich, die wissen alles über mich, die wissen vielleicht mehr über mich, als ich über mich weiß, so. Aber was ist das ultimative Horrorszenario, was die damit anfangen könnten? Auch alles über deine Persönlichkeit. Das, was niemand ahnte, war, dass wenn du auf Facebook mit jemandem befreundet warst, der die App nutzte, wurde auch dein Facebook-Profil ausgewertet und gespeichert. Es nutzten zwar nur ein paar hunderttausend Menschen die App, aber so konnten die Facebook-Profile von 87 Millionen Nutzern analysiert und in einer Datenbank gespeichert werden. Und dann? Dich klonen. Das ist ja kein Horrorszenario, Digga. Wenn man mich klont, dann ist ja eher gut. Das ist doch alles der Teufel gegen Gott, gegen die Schöpfung von Natur, zum Gegenteil. Die könnten viel machen, Roboterkopien von einem klonen oder für dich künstlich oder für die künstliche Intelligenz. Nachdem all diese persönlichen, sensiblen Daten gesammelt wurden, wurden sie verkauft. An eine Firma mit... Ja, diese Social Score Geschichte, die ich vorhin genannt habe, ich glaube, das ist das Schlimmste. Wenn die dann wirklich... dein Score quasi
Also wenn die deine Daten auslesen und dann feststellen, okay, hier ist er ein bisschen, da ist er ein bisschen drüber, hier ist er ein bisschen drunter, dann wird dein Score angepasst und dann kannst du nicht mehr auf Geld zugreifen oder sowas. Die könnten dich einfach klonen und ersetzen, wenn du zu riskant wirst und deinen Klon mit all den Daten, die die über dich haben, programmieren. Die DNA haben die durch die Covid-Tests auch schon. Bro, ich habe doch einen DNA-Test gemacht, Digga. Und dieses MyHeritage, wo ich das gemacht habe, wurde auch aufgekauft. Und die Daten werden auch verwendet, Digga. Also, da müssen die einfach nur dahin gehen in die Datenbank, dann finden die meine DNA. Das ist natürlich krass, was der Song Wukong gerade sagt, ne? Dann tauschen die mich aus, keiner bemerkt es. Und dann sitze ich auf einmal hier im Stream und erzähle auf einmal die gegenteiligen Dinge, so bin voll auf NPC-Vibes unterwegs, aber ich sehe genau gleich aus, habe genau die gleiche Stimme, genau den gleichen Vibe. Da hast du mich gefickt gerade, Song Wukong. Namen Cambridge Analytica. Was die mit diesen Daten angefangen haben? Ladies and gentlemen, I am officially running for Donald. President of the United States and we are going to make our country great again. Der Donald Langer. Im Jahr 2016 glaubte fast niemand daran, dass Donald Trump wirklich Präsident werden würde. There's not gonna be a President Donald Trump. That's not gonna happen. Donald Trump is not going to be President of the United States. Donald Trump will never be elected President of the United States. Die New York Times schrieb noch am Wahltag, dass seine Chancen bei nur 15% liegen. Alle waren auf der Seite Hillary Clintons. Congrats, Hillary. Ja, Digga. Angeblich alle waren auf der Seite Hillary, Digga. Und die haben ja auch versucht, die Wahl auch wieder zu manipulieren. Hat aber nicht funktioniert. First woman president. I would like to introduce to you the next president of the United States. Hier, Digga, da sind sie, Alter. Das ist der Club, Bro. Jay-Z, der Mann, ja. Gucken dir an, Alter. I would like to introduce to you the next president of the United States. Aber wir wissen, Digga, was dann passierte. Donald Trump will be the 45th president of the United States. Auch wenn es viele Gründe für diesen unerwarteten Wahlsieg von Trump gab, war der mit am größten Grund das sogenannte Project Alamo. Oder, wie man auch sagen könnte, die erfolgreichste Werbekampagne der digitalen Zeit. Bei den meisten vorherigen Wahlkampagnen in der Geschichte wurden Wähler immer nach demografischen und geografischen Variablen aufgeteilt. Auf Deutschland würden wir bei einer 20-jährigen Studentin aus Berlin eher denken, dass sie die Grünen wählt. Ein 50-jähriger Handwerker aus Thüringen würde vielleicht eher die AfD wählen. Dementsprechend wäre es möglich, dass diesen verschiedenen Wählergruppen auch verschiedene Werbungen angezeigt werden. Aber zugegebenermaßen macht man es sich mit solchen Vereinfachungen, mit solchen Annahmen etwas zu leicht. The idea that all women should receive the same message because of their gender, or all African Americans because of their race, or all old people, or rich people, or young people to get the same message because of their demographics just doesn't make any sense, because it's personality that drives behavior and behavior that obviously influences how you vote. Trumps Wahlkampfteam holte sich deshalb ein Unternehmen an Bord, das von sich selbst behauptete, die Persönlichkeit jedes Amerikaners zu kennen. Der Name dieses Unternehmens war Cambridge Analytica. By having hundreds and hundreds of thousands of Americans undertake this survey, we were able to form a model to predict the personality of every single adult in the United States of America. Bro, wenn die Clinton Präsident geworden wäre, dann würden wir jetzt noch schlimmer dastehen, als wir heute sowieso schon stehen. Weißt du? Der Biden, der Bruder, hat ja auch schon einige. Boah, Digga. Also, ich glaube, es hat auf jeden Fall mehr Gründe und nicht nur diese Company. Ich bin mal gespannt, was er jetzt erzählt. Daten, die Cambridge Analytica durch den Facebook-Persönlichkeitstest gesammelt hatte, war es möglich, einen ganz anderen Wahlkampf zu führen. An einem Tag wurden bis zu 175.000 unterschiedliche, auf verschiedene Persönlichkeiten angepasste Werbungen ausgestrahlt. Je nachdem, ob du ängstlich, extrovertiert oder anderweitig veranlagt warst, bekamst du eine andere Werbung. Zum Hochpunkt des Wahlkampfes gab Project Alamo so $1 Million pro Tag für Werbung auf Facebook aus. Hätte Trump diese Wahl auch ohne Cambridge Analytica gewonnen? Es ist nicht leicht zu beantworten. Aber was klar ist, ist, dass wenn es genug Daten, ich denke schon, wenn es genug Daten über dich, deine Interessen, deine Persönlichkeit gibt, es immer leichter wird, dein Verhalten vorherzusagen. Und wenn dein Verhalten vorhergesagt werden kann, kann es auch beeinflusst werden. Oh shit.
Das ist auf jeden Fall auch krass, Freunde, ja. Hast du jemals von Trinidad und Tobago gehört? Wahrscheinlich. Yes, don't ever play yourself. Das ist ein kleines Land in der Karibik mit nur etwa 5 Millionen Einwohnern. Was wichtig ist, es gibt dort zwei wesentliche politische Parteien. Eine für die afro-karibische und eine für die indische Bevölkerung. 2010 bekam Cambridge Analytica... Afro-Karibisch, Digga, da fühle ich, bin ich auch. Afro-Caribbean and German. Psch, Vichu. Auftrag der indischen Partei zum Wahlsieg zu verhelfen. Genauso wie bei Trumps Wahlkampf studierte Cambridge Analytica die Demografie, Eigenschaften und Verhaltensmuster der Bevölkerung und schuf darauf aufbauend einen Plan, wie die indische Partei die Wahl gewinnen könnte. Aber nicht, indem sie für die eigene Partei werben würden, sondern indem sie junge Leute davon überzeugen würden, nicht wählen zu gehen. Sie schufen eine Kampagne, die das Nichtwählen zu einem Movement machte. Ein Movement an junge Leute gerichtet. Ein Protest nicht gegen die Regierung, sondern gegen Politik und Wahlen. Do so, don't vote. Digga, das ist so krass. Wir sind so heftig beeinflusst, ne? Das ist krass. Und das müssen wir uns selbst auch irgendwann ab irgendeinem Punkt einfach selbst auch eingestehen. So viele Verhaltensmuster, die wir täglich an den Tag legen, sind nicht unsere eigenen Verhaltensmuster, weil wir das von uns aus so machen, sondern weil wir von irgendeiner Seite oder von irgendeiner Sache oder von irgendeiner Serie, von einem Film, von irgendwelchen Nachrichten, von irgendwelchen Menschen, von irgendeiner Sache beeinflusst wurden. Und das ist so heftig. Das ist so heftig. Also dieses Matrix-Ding ist real, Bro. Das ist real. Die meisten von unseren Verhaltensweisen kommen nicht von uns, sondern die wurden uns einprogrammiert und so. Und das müssen wir irgendwie wieder rausprogrammieren, indem wir bewusst sind. Beten, versuchen zu sein einfach und sich dieser Dinge bewusst zu werden. Und umso bewusster du dir selbst wirst, umso mehr merkst du, wie viele Verhaltensmuster und Dinge, die du tust, eigentlich nichts mit deinem Kern zu tun haben. So. Und da muss man hinkommen. Das wünsche ich mir für jeden Menschen auf der ganzen Welt. Aber die Frage ist natürlich, wie soll Nichtwählen der indischen Partei bitte zum Sieg verhelfen? Naja, Cambridge Analytica wusste ganz genau, wen die Do-So-Kampagne ansprechen würde und wen nicht. We knew that when it came to voting, all the Afro-Caribbean kids wouldn't vote, because they do so. But all the Indian kids would do what their parents told them to do, which is go out and vote. They had a lot of fun doing this, but... Der Unterschied in der Wahlbeteiligung der 18- bis 35-Jährigen lag bei 40%. Das machte bei der Gesamtwahl etwa 6% aus. Die indische Partei gewann die Wahl, weil Cambridge Analytica der afro-karibischen Jugend das Gefühl gab, Teil eines Movements zu sein. Okay, ich weiß, es wirkt so... Andrew sagt gerade, man kann aber entscheiden, wie man programmiert werden will. Ja, zu einem gewissen Maße auf jeden Fall. Aber du musst ja erstmal deiner selbst bewusst werden, bevor du das selbst entscheiden kannst. So. Weil ganz viele Dinge auch unbewusst passieren und unbewusst. Also wir haben ja so viele Gedanken am Tag und wir werden von so vielen Dingen beeinflusst, dass wir gar nicht alles bewusst wahrnehmen können. Viele Dinge gehen auch einfach ins Unterbewusstsein rein und schreiben Programme in uns rein, die wir dann einfach leben, so. Ohne das wirklich zu merken und zu wissen. Deswegen ist das Bewusstseinsthema ja so ein heftiges Thema auch und deswegen spreche ich das auch immer wieder an, weil das meiner Meinung nach der einzige Weg ist, raus aus der Matrix so. Du musst dir dieser ganzen Dinge bewusst werden, damit du überhaupt ein freies Leben leben kannst und dein Leben selbst so gestalten kannst, wie du es möchtest so. Das kriegst du nicht hin, wenn du dir nicht bewusst geworden bist so. Weißt du? Wären wir gerade ziemlich weit weg vom eigentlichen Thema. Weil ich habe euch diese Geschichten erzählt, um zu zeigen, wie mächtig Daten sein können. Denn wenn man genug Datenpunkte über jemanden hat, kann man ziemlich sicher sein Verhalten, seine Wünsche und seine Bedürfnisse hervorsagen. Man kann sogar Wahlen in die eine oder andere Richtung beeinflussen. Das Problem, was ich euch versuche klarzumachen, ist, dass wenn eure Daten einmal erhoben wurden, es kein Zurück mehr gibt. Man weiß nicht, ob sie nur für harmlose Werbung genutzt werden, ob sie auf irgendwelchen Data-Broker-Listen landen oder ob sie genutzt werden, um dich politisch zu lenken. Also, was kann man dagegen tun? Nun, die EU hat vor ein paar Jahren versucht, eine Cookie-Richtlinie einzuführen.
Der Plan war es, Nutzer müssten selbst zustimmen, welche Cookies sie akzeptieren und welche nicht. Eine gute Idee, die aber auch dazu geführt hat, dass man jedes Mal, wenn man nur kurz etwas googeln will, sich mit einem nervigen Banner auseinandersetzt. Wir kriegen das nicht mehr weg, wir kriegen das nicht mehr, das wird auch nicht mehr zurückgehen, glaube ich, meiner Meinung nach, das wird, sondern eher schlimmer werden. Der einzige Weg daraus ist, sich mit sich selbst zu beschäftigen und nicht mehr alles im Internet zu tun und sein Real-Life anzukurbeln und im echten Leben stattzufinden, sich da bewusst zu werden und einfach ein bewusstes Leben zu führen. So, das ist der einzige Weg, das ist der einzige Weg. Du wirst keine Lösung finden, auch die EU oder irgendwelche anderen Leute werden nicht eine Lösung finden, die, ich glaube eh nicht daran, dass die Dinge tun, die uns zugutekommen am Ende des Tages. So, wir sind für uns selbst verantwortlich. So. Keiner, wir dürfen uns niemals darauf verlassen, dass irgendwelche Regierungsbeamten oder irgendwelche EUs oder irgendwelche Staatsorgane oder so unser Bestes in ihrem Willen haben. So, wir müssen uns um uns selbst kümmern. Darauf kommt es am Ende des Tages an. Du bist für dich selbst verantwortlich. Vertrau und verlass dich auf niemanden. Aber es gibt dennoch Hoffnung. 2024 will Google selber Drittanbieter-Cookies verbieten. Man mag denken, das Problem sei dann gelöst, doch das glaube ich persönlich kaum. Databroker wie Axiom beispielsweise bereiten sich jetzt schon auf diese Veränderung vor. Denn glaubt mir, das Geschäft mit euren Daten ist einfach zu wertvoll. Es wird immer irgendwelche Möglichkeiten geben, an eure Daten zu kommen. Das Grundproblem liegt schließlich auch irgendwo wieder bei uns. Würden wir lieber wieder Geld für eine Zeitung bezahlen, dann würden unsere Daten auch nicht weitergegeben werden. Aber dann müssten wir ja tatsächlich wieder für Produkte bezahlen. Bro, am besten gar nicht so einen Scheiß reinziehen. Was für Zeitung? Das ist eh nicht da, um uns zu informieren, sondern nur dafür da, damit wir uns danach richten. So. Am besten so einen Scheiß gar nicht reinziehen. Und das Internet und diese ganzen Sachen nur noch nutzen für dich als gutes Tool, so. Was dir helfen kann für irgendwelche Dinge, so, weißt du? Und so viel wie möglich selbst denken, so viel wie möglich selbst stattfinden, so viel wie möglich selbst einfach sein und tun. Und das nur als ein kleines Tool benutzen, was man ab und zu involvieren kann, um vielleicht schneller an Informationen oder so ranzukommen, aber fuck, auf jeden Fall keine Nachrichten oder Zeitungen lesen. Lieber in den Wald spazieren, so. Grounding, schön barfuß. Aber trotzdem krasses Video, Digga. Feiere ich auf jeden Fall. Vince, starke Arbeit, mein Jutster. YouTube, eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Ich küsse eure Zirbeldrüse. War mal wieder ein schönes Video gewesen. Wir sehen uns im nächsten Video. Beziehungsweise im nächsten Video. Bis dahin, meine lieben Freunde, macht's gut. Gang. Mua.